Ja, hallo Leute, heute wollte ich euch mal einen Klassiker vorstellen, Spyderco Tenacious. Das ist hier die schwarze Ausführung mit G10 Griffbeschalung. Klassiker sollte man eigentlich kennen. Diejenigen, die eine kleine Sammlung haben, die sollten den eigentlich mit in der Sammlung haben, weil Klassiker, würde ich sagen. Ja, kommen wir mal zu den Daten des Messers. Ich habe hier mal was vorbereitet. Der Klingenstahl, das ist der 8CR 13 MOV. Wir haben hier eine Plain Edge, glatte Klinge, einen Flachschliff, hier das bekannte Spidey Hole, eine Klingenstärke von 3,1 mm. Ja. Liner Lock. Man sieht, der steht hier noch sehr früh. Und ja, Stahlplatinen sind, wie man sehen kann, die kleinen Löcher drin sind ja Löcher reingefräst worden fürs Gewicht. Gewicht ist übrigens 117 Gramm. Hier das. Ja, die Liner sind aus Edelstahl hier. Pocket Clip, vielfach umsetzbar. Tip up, tip down, links, rechts. Ja, wir haben hier vorne an der Klinge ein kleines Jimping angebracht. Das ganze System läuft auf Bronzewaschern. Kann man hier in den Löchern eventuell sehen. Ja, schönes EDC. Klingenstand. Ist mittig, würde ich mal behaupten. Ja, fast. Fast mittig. Ich habe mir hier noch ein kleines Lanyard hinten angebracht mit Lanyard-Hülse. Ja, Paracord durchgefädelt, ein bisschen geflochten. Ansonsten Produktion. Hier ist es dick und fett draufgeschrieben. Made in China. Pocket Clip. Hier noch das Spyderco-Logo mit drauf. Sauber verarbeitet. Steht nichts über. Die Platinen sind auch abgerundet, also ist nicht scharfkantig. Naja, also ich finde, ein Muss in jeder Sammlung. Hier mit Torx-Schrauben verschraubt. Die Griffbeschalung. Na, steht zu scharf. Oh, da kann man es sehen. Torx. Klingenachse auch hier. Ich finde das gut gelöst, dass sie den Pocket Clip um die Klingenachse rum gemacht haben. Also gefällt mir sehr gut. Designtechnisch. Ja, 8CR 13 MOV, kein High-End-Stahl. Kann man wohl vergleichen mit dem 440C. Ja, hält seine Schärfe, geht so. Aber kriegt man gut nachgeschärft. Und ja, Klassiker würde ich sagen. Ansonsten Schärfe. Das geht. Kann man so lassen. Na, also. Jetzt hier hinter der Kamera ist es sowieso immer ein bisschen schlechter, das Ganze. Ja, die Länge haben wir insgesamt. Haben wir von den Griffbeschalung bis zur Spitze haben wir 19,5 cm. Geschlossen die Länge, so wie es jetzt liegt. Haben wir eine Gesamtlänge geschlossen von 11 cm und die Klingenlänge beträgt 8,5 cm. Das Geile, was ich an dem Spyderco Tenacious gut finde, dass sie die Klinge bis zum letzten Ende ausgenutzt haben. Da ist keine Schleifkerbe. Na, also die ist komplett nutzbar, die ganze Klingenlänge. Und das finde ich eine Sache, da sollten sich die Messermacher irgendwie mal eine Scheibe von abschneiden, finde ich. Weil, ja,
Man kann halt die ganze Klinge nutzen. Im Foregrip bin ich nicht so sehr, also wenn jetzt eine Schleifkerbe dran wäre, im Vorgriff, im Fechtgriff, fühle ich mich nie so sicher mit, wenn ich damit arbeite. Und von daher finde ich es gut, dass sie die Klingenlänge komplett ausgenutzt haben. Ja, ich hatte das Paramilitary 2 gehabt und das habe ich wieder weggegeben. Jetzt würde sich der ein oder andere fragen, wie kann man nur ein Paramilitary 2 weggeben? Ich muss dazu sagen, das hat mir nicht gefallen mit dem Fechtgriff vorne. Ansonsten, der S30V-Stahl, der bei dem Para 2 verbaut ist, ist ein super Stahl. Allgemein die Geometrie vom Paramilitary 2, das ist auch super. Von der Griffgeometrie her. Aber dieser Fechtgriff vorne, ich nutze es nicht. Ich fühle mich da halt so unsicher mit und naja, ist halt jedem selbst überlassen. Ja. Was, ja, ansonsten. Schönes EDC Pocket Knife. EDC Everyday Carry Messer. Hier mit der Spinne noch drauf. Ja. Ansonsten Stahl 8CR13 MOV. Ich nutze es gerne. Habe es gerne bei mir. Als EDC und ja. Hier hinten die Standoffs. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. 4 Standoffs und hier unten noch der fünfte. Also sind insgesamt fünffach verschraubt. Na. Ja, also es ist ein ja, stabiles Messer, würde ich behaupten. Mir gefällt es sehr gut. Ansonsten habe ich nichts weiter so dazu zu sagen. Eventuell überlege ich mir nochmal neue Griffschalen dafür zu machen. Aus Holz oder so. Ich hatte das bei einem YouTuber gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht seinen Namen. Und das sah sehr, sehr gut aus. Aber der hat mich auch im Abo. Entschuldigung, dass ich das jetzt nicht weiß, wie der Name ist. Aber du wirst bestimmt das Video gucken und du weißt, dass du gemeint bist. Da müsstest du mir nochmal die Adresse geben. Hattest du mal zu deinem Video dazu geschickt, dass du einen Kollegen an der Hand hast, der das sehr gut machen kann. Und da muss ich mich mal melden. Ja. Wie gesagt, im Liner steht noch sehr früh vorne und Klinggang ist recht angenehm, also nicht zu fest, nicht zu locker. Klingspiel haben wir hier gar keins, aber das sollte beim Spyderco auch drin sein, dass da kein Klinggang ist. Ich habe es vor 2 Jahren gekauft und ich ich habe dafür noch 40 Euro bei Knives and Tools bezahlt. So, das war vor 2 Jahren. Jetzt bin ich hier gerade auf der Internetseite und Originalpreis soll sein 79,95 und jetzt ist im Moment gerade ist es im Angebot für 59,95. Also die Messerpreise, die explodieren zur Zeit oder das letzte Jahr, die steigen und steigen. Das ist echt heftig. Und für ein China-Messer 8CR13 MOV, kein besonderer Stahl, aber ja, das ist auch, glaube ich, der Name Spyderco, der dahinter steckt, dass die Produkte so gekauft werden, dass sie sich vom Markt her die Positionsstellung haben und Monopolstellung, meinte ich, Entschuldigung, das ist deswegen, ja, dass sie es sich leisten können, die Preise so anzuziehen. Aber es ist ja nicht nur bei Spyderco so, wenn man das mal mit anderen Messern vergleicht und verfolgt, das steigt und steigt. Und ja, da muss man sich überlegen, ob man spart und sich etwas hochwertige Messer kauft oder günstige. Das ist dann halt jedem selbst überlassen. Gut, ich denke, das war's von mir. Kleine Vorstellung, Spyderco Tenacious. Daten hatte ich durchgegeben. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das Video guckt. Und das war's. Ich freue mich über einen Daumen hoch, über ein Abo auch.